Runde WG-Casting. Was ist denn das für ein Vogel? Mein Name ist Patrick Martin. Ich meinte eigentlich den anderen Vogel. Ich heiße Eutrax der Grünschnabel und ich möchte hier in meine diese WG einziehen. Da kommt noch ein Bewohner. Juliane, was das denn? So hatten wir das Zimmer aber nicht ausgeschrieben. Der kann hier auf gar keinen Fall wohnen. Warum denn? Weil hier keine Haustiere erlaubt sind. Ja, Jens, aber wenn die beiden jetzt schon da sind, komm Patrick, stell dich doch mal vor. Ich bin katholischer Diakon und Bauchredner. Bauchredner? Mega, das kann ich nicht. Ich auch nicht. Eutrax, wir wollen auch mit Patrick ein bisschen reden, also halt doch bitte einfach mal den Schnabel. Hab ich das gesagt? Ich rede doch gar nichts. Also irgendwie finde ich den Vogel doch ganz cool. Also Patrick, was haben wir denn davon, wenn ihr beide bei uns einzieht? Ich hab gehört, dass hier in der WG einige Bewohner nicht in der Lage sind, mit dem Bauch zu reden. Das sind reine Goschenschlitzer, hä? Bissle unverschämter Vogel. Ach Jens, Patrick, was wolltest du sagen? Du würdest allen das Bauchreden beibringen. Ja mega, zeig mal was. Oh nee, ich glaube, ich muss mal kurz weg. Wo denn hin? Auf Toilette? Seid ihr alle stubenrein? Ja. Du? Natürlich! Ja, natürlich. Gut, dann sind ja alle wichtigen Dinge geklärt. Patrick, nochmal zu dem Bauchreden. Kannst du uns mal was zeigen? Erst einmal ist es wichtig, eine andere Stimme zu finden. So eine wie ich? Oder eine ganz andere. Zum Beispiel, versuch doch mal ein A so weit nach hinten zu sprechen, dass es anfängt zu summen. Hör auf zu lachen, verdammt! Ich kann so nicht arbeiten! Dass das anfängt zu summen, wie soll denn das gehen? Mach's mal vor! Wie so eine Hupe irgendwie. Ja, fast. Naja. Ach, das wird noch. Das ist die erste Übung. Okay, und weiter? Noch ein Trick. Nehmen wir mal diese Hand hier. Okay, und jetzt? Und dann nach vorne klappen. Mhm. Und was soll das? Ja, damit man die Puppe gut bedienen kann. Welche Puppe? Sag mal. Wo ist denn die andere Hand? Patrick, noch mal was ganz anderes. Wo ist die andere Hand? Ja, Eutrax. Also, wir sind ja die Brenz-WG. Wisst ihr eigentlich, was es mit Brenz auf sich hat? Brenz! Brenz, das war der Gründer von Quatsch! Brenz ist doch ein Fluss! Eieiei, schlecht vorbereitet. Wir dachten da eher an den Reformator. Ach du meine Güte! Ach, der Dr. Brenz muss kommen! Psst, Juliane. Ich glaube, der Vogel hat einen Vogel. Oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, danke fürs Gespräch. Wir klären das noch mit der Hausordnung und dann melden wir uns einfach, ne? Nö, ich will ja hier bleiben. Ich bleib jetzt hier. Eutrax, aber wir müssen uns noch verabschieden und wir wollten noch einen guten Eindruck hinterlassen. Ey, macht euch keine Sorgen. Ihr seid echt super sympathisch. Wir müssen jetzt einfach noch ein paar Sachen checken, ne? Tschüss. Tschüss. Sag mal, checkt der Vogel eigentlich nicht, dass er nur eine Puppe ist? Oh Mann, Jens, das hätte jetzt echt nicht sein müssen.